Hallo und willkommen zu einem kleinen Review der Logitech Boombox. Ich habe die kleine Kiste von Logitech hier zur Verfügung gestellt bekommen und darf auch später etwas mit ihr machen, was euch sicherlich freuen wird, aber dazu in den nächsten Tagen noch ein bisschen mehr. Erstmal möchte ich euch einfach die kleine Kiste hier ein bisschen vorstellen und zeigen, was sie Boombox hier so kann. Generell, es ist ein Lautsprecher inklusive Mikrofon für Handys, so dass man halt Musik hören kann, laut Musik hören kann, ohne unbedingt auf die integrierten Lautsprecher des Handys angewiesen sein zu müssen. Man kann das mal ganz gut demonstrieren. Ich habe ja mein HTC Desire. Von der Lautstärke der Boxen ist das nicht wirklich beeindruckend. Hört sich alles ziemlich blechern an. Nicht, dass man das unbedingt machen möchte. Um das jetzt zu zeigen, schalte ich einfach mal das Gerät an. Es ist kabellos. Ihr braucht einfach nur das Ding eine Weile lang laden, geht über USB. Zusätzlich kann man hier hinten auch sehen, dass man über den Klinkenstecker auch ein anderes Gerät anschließen kann. Also es muss nicht unbedingt Bluetooth sein. Ja, so, mein Desire hat sich mit ihm verbunden. Sieht man hier oben an dem Logo, leider ein bisschen unscharf. Ja, jetzt spielen wir es mal ab. Die Lautstärke wird extra auch nochmal geregelt. Obendrauf sind noch Tasten, sodass man auch die Wiedergabe regeln kann. Also ich kann hier einen Titel weiterspringen, kann hier pausieren, wieder abspielen und natürlich auch noch die Lautstärke regeln. Das Ganze funktioniert wunderbar. Ich habe es mit 2-3 Handys getestet. Ihr könnt natürlich auch euren Computer darüber verbinden, wenn ihr wollt. Ja, und achso, freisprechen ist natürlich auch noch eine Option. Hier oben sieht man das Loch für das Mikrofon. Funktioniert auch sehr gut. Ich demonstriere das jetzt hier nicht. Auf jeden Fall ist es vielleicht auch doch angenehmer als irgend so ein Headset im Ohr oder sowas, wenn man auf dem Schreibtisch sitzt und telefonieren möchte. Funktioniert das eigentlich auch so ganz gut mit der Boombox. Ja, später werde ich dieses Gerät hier unter die Leute bringen. Dazu wird es im Blog eine Verlosung geben, in der auch noch ein bisschen mehr zu gewinnen ist. Aber erstmal kurz halt einfach nur dieser Bericht zur Boombox. Viel Spaß, tschüss!